Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in Crossout unterwegs. Wir haben das letzte Mal hier dieses Ding hier gebaut. und das hat nicht so gut geklappt, damit zu spielen. Wir sind ständig umgekippt und deswegen möchte ich hier ganz gerne ein bisschen was verändern. Die Waffen haben mir ganz gut gefallen, aber wir haben relativ wenig Schuss gehabt. So, jetzt stellen wir erstmal das hier nach vorne und das hier nehmen wir auch weg. Und wir machen den jetzt nach hinten ein bisschen länger, damit der nicht dämlich umkippt. Ich glaube, das könnte dann zumindest erstmal eine ganz gute Aktion sein. Was ist denn, wenn wir hier noch ein doppeltes, also wenn wir zweimal lenkbar machen? Dann müssten wir ja Vorder- und Rückantrieb Antrieb im Prinzip haben, oder? Oder was wollen die damit erreichen im Prinzip? Das ist die ganz große Frage. Ich kann jetzt leider noch nicht auf eure Sachen eingehen, weil ich direkt im Anschluss zu der letzten Sache aufnehme. Fast unmittelbar nach dem Crossout war schwer. Erhöht die Zeit bis zur Waffenüberhitzung um 25%. Okay, meine Waffen überhitzen jetzt nicht großartig, ne? Also ich werde wahrscheinlich wieder hier die Avenger nehmen. Die finde ich eigentlich ganz geil. Natürlich die Frage, ob wir... Kann ich hier einfach noch so ein zweites Ding? Den kann ich nicht drehen. Kann ich den drehen? Den kann ich auch nicht drehen. Hä, das ist ja super ärgerlich. Das heißt, ich kann jetzt keinen zweiten da hinten noch dran bauen. Okay, gut zu wissen. Die Avenger, die werden wir dann auf jeden Fall vorne wieder platzieren. Machen wir nur eine, oder? Machen wir das so. Und dann können wir noch vielleicht von der Flak oder sowas wird noch oben drauf setzen. Ich würde ganz gerne wissen, womit ich noch ein bisschen mehr an Power auf mein Auto bringe. Die sind relativ klein. Haben wir noch irgendwas Großes, was wir als Schutz hinten oder vorne oder sonst was hinmachen können? Alter, das ist halt alles so winzig. Brauchen wir wirklich so lange? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass das so reichen wird. Und dann gehen wir gleich nochmal in Gefecht rein und gucken mal, ob unsere Gerätschaft hier doch schon mal wieder ein bisschen was mehr zur Verfügung gestellt hat dann jetzt. Das sieht aus wie Schund. Ich meine, es soll ja auch nicht unbedingt schön aussehen. Also es muss ja nicht schön aussehen. Es soll ja funktionell sein vor allen Dingen. Wir können den ja hier noch ein bisschen weiter nach hinten tun. Dann ist der Punkt so ein bisschen geringer. Können wir den... vielleicht können wir den ein bisschen höher setzen, ne? Wartet mal, können wir das hier... Das hier können wir nicht da oben ansetzen. Das können wir nur unten dran bauen, okay. Das ist also dementsprechend auf jeden Fall nur dafür da, um... Habe ich davon mehrere? Davon habe ich nur eins. Was kann das so? Dann setze ich das hier mal ran. Nee, das war das nicht. Das war das. Und setze das hier dran. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr das Dach verlängern, damit ich da dementsprechend noch ein bisschen was mehr an Auflagefläche habe. Was haben wir hier? 8 von den Türen. 8 von den Türen. Das heißt, wir können hier ja auf jeden Fall erstmal das noch zubauen, damit wir hier nicht irgendwie groß... Oh, nee, das wollte ich nicht. Oh, das ist falsch herum, ne? So rum. Manchmal ist es echt ein bisschen schwierig zu sehen, wie man es jetzt gerade baut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das zwischenzeitlich jetzt auch mal temporärer Teil... Ne, lassen wir es mal so. Wo haben wir denn hier noch was, was wir oben... Lafette. Ja, es ist halt nicht so, dass ich das... Aber ich könnte das natürlich hier so hinbauen. Und dann müsste ich jetzt nur noch was haben, womit ich das hier zubauen kann, hier oben. Ah, warte mal. Ich glaube, ich komme der Sache hier langsam näher. Hehe. Dann bauen wir das jetzt noch dahin. Dann haben wir da eine Auflagefechtfläche. Können das dann hier oben drauf platzieren, jawohl. Dann nehmen wir unsere große Wumme. Die setzen wir hier unten hin. Damit wir auf jeden Fall immer geradeaus schießen. Und nehmen dann... Welches nehmen wir denn? LM Cord oder das Lupra? Haltbarkeit, Schaden, relativ wenig Schaden. Der hat ein bisschen mehr Schaden. Ich würde das jetzt erstmal nehmen. Wir können das hier oben drauf setzen. Dann haben wir auf jeden Fall zwei.
Jetzt ist natürlich noch die andere Frage. Ne, können keine weiteren aufsetzen, ne? 619 Punkte. Ich habe noch 2 Energie. Die hier kosten 2 Energie. Was kostet die Lupra? 3. Wenn ich jetzt hiervon eine nehme. Wie viel habe ich jetzt noch? Jetzt habe ich noch... Na, jetzt habe ich noch immer noch nicht so viel Energie, ne? Ich müsste eigentlich herausfinden, wie ich noch etwas mehr Energie irgendwie... Kann ich hier oben einfach 2 drauf platzieren? Ja! Kriege ich das jetzt noch daneben? Nee. Ich kann das höchstens da noch hinsetzen, aber das sieht ja völlig für einen Eimer aus. Okay, wartet mal. Bauen wir doch nochmal was anderes hin. Wir nehmen jetzt... Wir hatten doch noch von diesen Teilen noch eins, oder? Die würde ich auch gerne noch vorne hinbauen. Dann haben wir so RAM-Dinger noch. Womit wir auf jeden Fall was machen können. Wenn wir doch keine Munition mehr haben sollten. So. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder relativ hart in dieser Situation, dass wir kippen könnten. Aber ich brauche noch einen Teil, was mich einfach ein bisschen verbreitet oben. Müssen wir mal schauen. Was können wir denn am besten nehmen? Können wir das hier noch da oben draufsetzen? Aber die könnten mir das doch sicher einfach dann abschießen, oder? Wir werden es gleich sehen. Wir gehen ja jetzt ins Match rein. Das wird wahrscheinlich wieder nicht gehen. Das heißt, ich muss den da hinsetzen und dahin, ne? Okay. Okay, das ist unsere Kampfmaschine. Rein ins Gefecht. Wir wollen ja jetzt endlich mal was reinreißen. Ich hoffe, wir können mehr als in der letzten Runde. Wäre natürlich nicht schlecht. Ich finde das Spiel, dafür, dass es schon so alt ist, sieht das auch immer noch richtig geil aus. Was ich noch mal gucken muss, ob ich irgendwo... Das ist ja mein Lager. Das sind die Fraktionen, die es... Alter, es gab früher keine verschiedenen Fraktionen. Ich hab keine Ahnung, was abgeht. Also das war früher alles gar nicht so. Ah, auf dem Markt. Genau, da konnten wir auch auf jeden Fall Sachen kaufen. Okay. Neutrale Basis und hier sind wir. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die Basis einnehmen, oder? Zerstöre alle Gegner, um die Zeit abläuft. Die Karte einer neutralen Basis nimmt sie ein. Okay. So, jetzt haben wir... Hiermit schießen wir mit dem Maschinengewehr und hiermit schießen wir mit der. Okay. Okay. Got it. Wir sind auf jeden Fall, von der Bewegung her, sind wir jetzt deutlich, deutlich weniger eingeschränkt als beim letzten Mal. Da sind einige. Wir können natürlich jetzt versuchen... Oh Gott. Ah, das macht schon weniger Damage als beim letzten Mal. Wir können ein paar Sachen von denen abballern. Oh, nee, das ist nicht schlau. Ah, wir haben aber ein bisschen Damage gemacht auf den. Drehen wir jetzt mal. Der konnte jetzt noch nicht viel gegen uns machen. Aber wir konnten jetzt noch mal ein bisschen was abballern. Ich jag den ein bisschen. Abschusshilfe. Jawohl. Der andere wurde auf jeden Fall gedamaged. Der hier versucht jetzt abzuhauen. Das heißt, wir konnten den erstmal verjagen. Drehen uns um und gehen jetzt unserem Team wieder helfen. Da sind ein paar Gegner, Unser Team sieht auf jeden Fall von der Konstanz her ein bisschen besser aus. Aber von hinten wird auf jeden Fall auch ordentlich geballert. Hier der. Oh, das macht er gar nicht schlecht. Oh, jetzt werde ich zerlegt. Ich versuche mich ein bisschen zurückzuziehen. Na, das wird nichts mehr. Ah, das haben sie gut gemacht. Ich kann ihn jetzt nur noch rammen. Ein bisschen Unterstützung für mein Team noch leisten. Aber nicht viel. Bleib hier mal stehen. Dann werde ich auf jeden Fall zumindest dafür... Oder dann sorge ich dafür, dass hier das Ziel nicht unbedingt eingenommen wird von den Gegnern. Dafür kann ich ja jetzt schon mal sorgen. Aber wir können nicht großartig dafür sorgen, dass wir noch irgendwie Damage drücken. Aber wir haben ja auch ordentlich Damage gedrückt. Einer ist nur noch da. Können wir gucken. Hier. Wir sind auf jeden Fall gut dabei. Unser Team läuft wieder richtig gut.
Wir haben ein paar Abschusshilfen. War jetzt nichts Großartiges, was wir gerissen haben, aber wir haben das Spiel gewonnen. Holy. Okay, also das Spiel macht einfach irrsinnig Spaß. Und man kann einfach sich komplett ausleben. Ihr könnt das übrigens kostenlos spielen. Es gibt auch so, wir können ja mal rausgehen. Es gibt auch Battle Passes, es gibt Aufgaben, es gibt hier halt einen Shop, es gibt alles. Ihr könnt halt für irrsinnig viel Geld auch Sachen kaufen und so. Das mache ich jetzt nicht. Aber, warte mal, wir müssten doch hier auch irgendwie, es war irgendwie auf jeden Fall möglich, dass man mal mit aus der Garage rausfährt, um zu gucken, wie es geht. Ja, alles in allem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr Folgen von dem Spiel sehen wollt. Ich finde es auf jeden Fall mega geil. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und dann, ja, bis dann und ciao.